Kennst auch du das Gefühl, dass du dich durch die ganze Woche gekämpft hast und die richtig wichtigen Aufgaben sind irgendwie links liegen geblieben? Das möchtest du jetzt angehen? Dann hol deinen Terminkalender raus, denn ich habe für dich heute ein paar ganz spezielle Tipps, wie du mit Outlook und einer Wochenplanung den Erfolg in Angriff nehmen kannst. Zuerst schauen wir uns eine Out-of-the-Box-Lösung an mit den Standard-Tools, die wir aus der Microsoft 365-Welt kriegen. Danach zeige ich dir eine bisschen optimiertere Variante mit Power Automate und ganz zum Schluss habe ich auch noch ein Planer-Goodie mit dabei. Also, los geht's! Egal wie viele Produktivitäts-Hacks du anwendest und produktiver am Tag wirst und je mehr Aufgaben du erledigst, es strömen einfach immer mehr Aufgaben auf dich ein. Ist das Einzige, was du machen kannst, dich mehr darauf zu konzentrieren, die wichtigen Aufgaben zu erledigen, nämlich die, die dich deinen Zielen deutlich näher bringen. Vielleicht hast du wie ich auch schon einige YouTube-Videos zur Optimierung des Kalenders, zur Wochenplanung und anderen Produktivitätshacks angeguckt. Ich habe mich dort nie so wirklich wiedergefunden, denn mein Kalender sieht oft meist anders aus wie der hier angesprochene Kalender, denn der ist weniger weiß am Anfang der Woche, sondern da sind schon Fixe drin, da sind Termine mit den Mitarbeitern drin, da sind Termine von Kunden mit drin. Da muss ich auch Platz lassen für eventuelle Bookingsanfragen oder für in der Woche aufkommende Projekte und ich kann das nicht alles zublocken. Das ist einfach nicht, wie es in meinem Business-Alltag funktioniert und deshalb, ich verwende eine etwas andere Methode und diese nenne ich die Fokus-Wochenplanung. Und wie diese geht, zeige ich dir jetzt. Kurzer Hinweis zwischendurch, wenn dir das Video bis dahin gefällt, drück doch einfach gerne auf den Like-Button. Das freut uns und mich ganz besonders und zeigt mir, dass das Video gut ankommt. Ein wichtiger Bestandteil meiner Fokuswochenplanung ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, die wir hier schaffen. Und das ist zum einen, ich plane keine einzelnen Aufgaben in die Woche mit ein in dieser Wochenplanung, sondern ich konzentriere mich auf die Fokusthemen. Ja, also ich konzentriere mich auf große Themen, die ich einfach bearbeiten muss. Das kann sein einfach die Firmenstrategie oder das kann sein, ich möchte mich mehr mit der Marketingstrategie beschäftigen oder eventuell auch das Teambuilding. Und das sind Blöcke, die ich mir in die kommende Woche reinsetzen möchte. Und innerhalb eines solchen Fokusblocks, da herrschen dann wieder die eigenen Regeln. Da weiß ich, wo ich meine Planer zu finden habe oder meine Projektpläne oder meine To-Do-Listen, die ich dann natürlich gebatcht abarbeite, also sehr komprimiert und mich in diesen Themen widme. Schauen wir doch einfach mal rein. Ihr seht jetzt schon einen doch recht ähnlichen Terminkalender, wie ich ihn jetzt hier vor mir habe für die nächste Woche. Jeden Freitag öffne ich mir meine To-Do-Liste hier rechts und innerhalb einer To-Do-Liste habe ich eine separate Liste angelegt, nämlich meine Focus Week. Und hier sind einfach diese Themen drin, mit denen ich mich mehr beschäftigen muss und möchte, weil sie sonst im Daily Business untergehen. Und nun mache ich mir das relativ einfach und schnappe hier meine Themen und schaue, wo sie in der kommenden Woche quasi hin müssen. Sobald ich das in der Woche geplant habe, hake ich das Thema ab und weiß, das ist erledigt. So, wir müssen nun hier aufpassen, denn eine Eigenschaft, die wir aber gut finden, ist, dass sobald ich diese To-Do-Aufgabe erledigt habe, und diese auf Wiederholen gestellt ist, kommt schon die Aufgabe für nächste Woche. Aber das erkenne ich hier ja wunderbar am Datum. Und das hat nämlich auch den Vorteil, sollte ich jetzt diese Woche vielleicht nicht meine Arbeit am YouTube-Kanal mit einplanen können, würde ich das in der nächsten Woche sofort sehen, weil ja hier noch ein altes Datum steht und weiß, okay, das darf ich nicht nochmal schieben. Wie erstellst du dir nun so eine Fokusliste? Dazu wechselst du am besten hier direkt in die To-Do-App, weil dort hast du alle Möglichkeiten mit drinne, um dir in dieser Liste eine Aufgabe zu erstellen, die du jede Woche mit einplanen kannst. Das machst du relativ easy. Du legst hier oben einfach noch eine weitere Aufgabe an und kannst dann mit einem Rechtsklick ganz einfach festlegen, wann diese Aufgabe fällig sein soll. Ich lege das immer auf den Sonntag und auch welche Wiederholung dort stattfinden soll. Die To-Do-Variante hat aber auch so ein bisschen seine Schattenseiten. Das sind zwei Dinge, die mich ganz besonders stören. Das eine ist, die Aufgaben, die ich reinziehe, die sind nicht kategorisiert. Das heißt, ich muss die immer manuell kategorisieren. Genauso wie, dass die alle immer erst eine halbe Stunde lang sind und ich quasi nicht direkt sehe, dass ich eigentlich lieber 2 Stunden an diesem Thema arbeiten soll. Wenn dich das genauso stört, dann zeige ich dir jetzt noch eine coole Variante, die ein bisschen mehr Fancy mitbringt. Und das ist dann direkt in Outlook mit Power Automate. Dazu habe ich mir nämlich in meinem Terminkalender einen neuen Kalender angelegt. Den habe ich dann Focus Week genannt
Und in diesem Focus Week Kalender trage ich immer an dem Sonntag meine Dinge ein, um die ich mich kümmern möchte, mache dort auch einen wiederholten Termin draus. Und jetzt passiert Folgendes. Ich habe einen Power Automate Flow aufgesetzt, der mir jeden Freitag aus diesem Focus Week Kalender in meinen eigenen Kalender diese Termine mit reinkopiert. Und ich kann die jetzt einfach von hier nehmen und per Drag and Drop an freie Slots in meinem Terminkalender ziehen und bin so eigentlich sehr flexibel, weil die Stunden sind schon vorgegeben, wo ich mich damit befassen möchte und die Aufgaben sind auch gleich, beziehungsweise die Termine sind auch gleich kategorisiert. Wie zu Beginn angekündigt, kommt jetzt noch das Planer-Goodie. Ihr seht hier in meinem Outlook-Kalender oben immer diese Aufgaben und diese Aufgaben sind ganz besonders, denn ich habe hier mir über Planer alle mir zugewiesenen Aufgaben aus Planer, also egal in welchem Plan die drinstehen, die ein Fälligkeitsdatum haben, hier mit reingeholt und kann das natürlich jetzt wunderbar mitnutzen in meiner Wochenplanung. Wie kommt ihr jetzt da dazu? Dazu geht ihr ganz einfach auf portal.office.com, wählt dann in der Kachel hier oben aus den Planer. Ihr gelangt so nämlich in den Planer Hub, habt also Zugriff auf alle eure Pläne. Und dort geht ihr jetzt einfach auf mir zugewiesen, nehmt die drei Pünktchen und sagt mir zugewiesen zum Outlook-Kalender hinzufügen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, stehen euch eure eigenen Aufgaben direkt im Kalender zur Verfügung und ihr könnt entsprechend Zeit für die Woche mit einplanen. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar nützliche Tipps dabei, wie ihr produktiver eure Woche planen könnt und mehr Erfolg in euer Leben reinbekommt. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt oder eure Meinungen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald.